herzlich willkommen beim IMAGAZIN. Herzlich willkommen, Helmut Lindinger. Ist gut. Generalbevollmächtigter der Couch-Gruppe, Geschäftsführer Österreich, Geschäftsführer Bayern. Ja, Helmut, du bist da, weil es bei dir verdammt viel Neues gibt. Was machst du da in Himberg? Kannst du mir das unsere, mal sagen? Unsere Gruppe hat vor knapp 3 Jahren begonnen, in Österreich zu investieren. Und wir haben das sehr gern gemacht und wir fühlen uns auch ganz wohl im Lande von Österreich. Und wir haben mittlerweile einige Gesellschaften. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir unsere Qualität deutlich verbessern wollen. Und wir haben jetzt in Österreich ein Logistikcenter errichtet, das im April voraussichtlich ans Netz gehen wird. Und wir werden dann in der sicher neuen Qualität noch stärker und noch besser beim Kunden auftreten. Du weißt, ich habe dich vor ein paar Tagen überfallen. Ich habe gesagt, ich komme einfach raus. Das war, wie du die Übernahme vom Generalunternehmer gemacht hast. Genau. Das ist ein beeindruckendes Gebäude. Wenn man es sich anschaut, du hast gesagt, du hast irgendwas um die 8-9 Millionen Euro investiert. Gut 9 Millionen investieren wir in das Objekt. Und die Investition erfolgt natürlich im Interesse dessen, dass unsere Qualität den Kunden gerecht wird. Und wir wollen als mittelständischer Großhändler Leistungen bieten, die man von dem, glaube ich, gar nicht erwartet. Und wir stellen uns sicher so dem Kunden gegenüber als sehr, sehr starken Partner dar. Was kann denn dieses Logistikzentrum? Du hast mir irgendwas erzählt von einem Kleinteilelager, Platzersparnis, Effizienzsteigerung. Was? Der Kernpunkt oder das Herz von unserem Logistikcenter ist ein automatisiertes Kleinteilelager. Der Hersteller, der das produziert, heißt Altshop. Und mit dem Kleinteilelager haben wir die Möglichkeit, auf sehr kleinen Raum sehr viel Ware zu lagern. Dort ist es nicht so, dass es Gänge gibt, wo ein Kommissionierer oder eine Maschine durchfährt und Ware kommissioniert. Und der fährt dort hinauf. Ist es so, dass 16 Behälter übereinander gestapelt sind, eng an eng. Und oben laufen Roboter und die Roboter graben sozusagen die Ware aus den Kisten und bringen sie zu einem Menschen, der dann die Ware kommissioniert oder zählt. Das heißt, die Ware kommt zum Mann. Wenn ich mir anschaue, ich meine, ich kenne das alte noch in der Richard-Strauss-Straße. Ja. Es war ja für Teile der Industrie, wenn sie liefern wollten, es war ja alles fürchterlich eng. Die Lkw-Fahrer haben, wenn sie zu DG zugefahren sind, haben relativ oft ziemlich lautstark geflucht. Ja. Auch das ist ja jetzt vorbei. Du hast deine Rampen, wo das perfekt beladen und entladen kann, werden kann. Das passt ja jetzt alles, oder? Ganz moderne Technik und was wir da gehabt haben bei der TEG, das war sicher veraltet und nicht mehr zeitgemäß und die Investition war mehr wie überfällig. Das heißt, du investierst in deinem Unternehmen deutlich weniger in Kaviar, sondern in Technologie, um für deine Kunden, für deine Partner wirklich Ziele umzusetzen. Und damit wir uns das leisten können, essen wir Weißwurst und Schweinebraten. Ja, es wird auch manchmal ein Bier dabei sein. Ja, gehört dazu. Aber was mich so fasziniert an dir, lieber Helmut, das ist, du hast ja angefangen zu einer Zeit, wo das Fax noch gar nicht erfunden war. Nein. Wie hat denn das Ding damals geheißen, wo die ersten Bestellungen reinkommen sind? Ja, die ersten Bestellungen hat man natürlich nur mündlich gekriegt. Damals hat es ja fast eine Abholung gegeben. Ich arbeite mittlerweile seit 49 Jahren im Elektrogroßhandel. Und aus der Abholung ist dann LKW-Lieferung geworden, vielleicht in der Woche einmal, dann später die Woche zweimal. Und viele Jahrzehnte später dann täglich. Wie haben das geheißen? Das war nicht Telegram, sondern... Telegram. Und dann sind Bestellungen per Telegram oder Telex gekommen, wo man im Endeffekt Lochstreifen erfasst hat und der Lochstreifen musste dann eingegeben werden. Dann ist irgendwann das Telefax gekommen. Das war eine Technologie-Sensation. Ja, das war das einen Freude, das anderen Leid, weil alles schnell gehen musste. Ja. Und der nächste Schritt war dann natürlich Handy in der Telekommunikation, Smartphone und... Ja, online heute natürlich. Ja. Das heißt, du hast alle diese Technologiesprünge miterlebt. Du zählst heute sicherlich, du bist der erfahrenste Großhändler, du hast alle diese Technologien. Danke, dass du nicht sagst zu den Alten. Nein, du hast die Technologien mitgemacht, aber ich traue mich fast gar nicht sagen, weil das öffentlich ist, da schaut ja der eine oder andere zu. Ja. Helmut, du hast immer noch Pfeffer im Arsch. Das ist einfach unglaublich, wie du das Ding vorantreibst. Danke für das Kompliment. Ja, fällt mir auf, dass sehr, sehr viele von den sogenannten alten Bauern haben ohne Ende und wirklich Gas geben. Das heißt, du lebst diese Technologie vor, investierst in Technologie
und profitieren? Wir machen das gern, weil wir auch Erfolg haben dabei. Ja. Unsere Kunden honorieren das und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir uns sehr, sehr stark von unseren Wettbewerbern, auch sehr guten Wettbewerbern unterscheiden. Denn Ware liefern, gute Preise machen und so weiter kann eigentlich jeder, wenn ich ganz ehrlich bin. Und unser Punkt ist der, wir sind halt eine Spur persönlicher. Ja. Wir engagieren uns als Gesellschafter mit eigenem Geld in unseren Läden und wir packen halt ganz stark selber mit an. Und bei uns ist es so, dass Entscheidungen nicht in der Hierarchie irgendwo ganz oben getroffen werden, sondern vor Ort. Bei uns sitzt der Geschäftsführer in Wien vor Ort und nicht irgendwo in Paris oder in Deutschland oder sonst irgendwo. Ja. Und der Kollege in Wien zum Beispiel ist der Herr Christian Fischer, der entscheidet. Da gibt's keine Frage, die er stellen muss, ob er Kondition machen darf oder Zahlungsziel oder das Sortiment oder Preis. Du hast ein bisschen weniger klopfen, weil sonst klopft's in den Ohren. Entschuldigung. Ein bisschen weniger, weil du tok. Ja. Na wurscht. Okay, das heißt, lokal wird entschieden. Es wird schnell entschieden. Ja. Du bist kein Kreditbruderunternehmer, sondern ihr macht es aus eigenem Geld. Ja. Ihr habt es jahrelang sinnvoll gewirtschaftet, investiert, bleibt drauf, modernisiert. Unterscheidet uns auch, sage ich mal, von den Konzernunternehmen, weil im Konzernunternehmen ist es ja vielfach so, dass man in Quartalen denkt und wir denken, ja, ich sage mal, in Generationen. Ja. Was wir da machen, auch meine Tochter ist wieder im Unternehmen, also wir arbeiten, dass unsere Kinder irgendwann auch noch was davon haben. Und das Geld, das wir verdienen oder auch verdienen müssen, ja, das wird bei uns zu einem sehr, sehr hohen Prozentteil wieder investiert, dass wir im Endeffekt fortschrittlich sind, dass wir dem Kunden eine gute Mischung zwischen Tradition und Moderne und Fortschritt bieten können. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, uns ganz stark von als Mittelständler von einem Konzernunternehmen unterscheidet. Ja. Das heißt, im Moment wartest du noch ein klein wenig auf das Thema Glasfaser. Aber eins ist fix. Ja. Eins ist fix. Im Frühling 2021 geht's los und geht's los, wird niemand verhindern können. Ja. Lieber Helmut, danke für die Reise aus Bayern zu uns. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Schaut euch das an.